In den folgenden Minuten geht es um die zweite Generation der Roten Armee-Fraktion. Diese Phase wird gemeinhin datiert auf die Jahre von 1972 bis 1982. Ausgangspunkt war die Verhaftung des Kerns der ersten RAF-Generation und die zweite Generation endete dann mit der eigenen Verhaftung. Zentrale Figuren waren der Rechtsanwalt Siegfried Haag sowie Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt. Der Hintergrund für die zweite Generation war, wie erwähnt, die Inhaftierung der ersten RAF-Generation und die Radikalisierung der linken Szene. Die gesellschaftliche Position gegenüber dem Terror war mehrheitlich eine strikte Ablehnung, aber die RAF konnte sich in der linken Szene, in Teilen der linken Szene, nicht nur auf Verständnis, sondern auch auf die Bereitschaft zur Unterstützung verlassen. Als erstes ein Blick auf wesentliche Rekrutierungsquellen. Dort ist zuallererst das sozialistische Patientenkollektiv zu nennen, welches in seiner Kernaussage vertrat, dass nicht so sehr die auf das Individuum gerichtete Psychotherapie und Psychiatrie wichtig ist, sondern als erstes müssten die Krankmachenbedingungen in der Gesellschaft beseitigt werden. Eine zweite Quelle für die Rekrutierung der zweiten Generation war natürlich die Verhaftung der RAF-Terroristen der ersten Generation selbst. Und hier spielten einige RAF-Anwälte eine wesentliche Rolle, da sie selbst zu Terroristen wurden und die zweite Generation rekrutierten. Ziel war es dann, die Mitglieder der ersten Generation freizupressen unter dem RAF-Begriff Big Raushole. Das erste Freipressen von Terroristen gelang 1975 mit der Entführung des Berliner Politikers Peter Lorenz und 5 Terroristen wurden freigelassen im Austausch und wurden in den Jemen ausgeflogen. Das gleiche versuchte man dann mit der Besetzung der deutschen Botschaft in Stockholm, aber hier blieb die Bundesregierung hart und ließ sich auf keinen Handel ein. 1976 brachte sich Ulrike Meinhof um, und Siegfried Haag konnte verhaftet und überführt werden. Bei Siegfried Haag fand man Operationspläne für das nächste Jahr, die aber verschlüsselt waren und man konnte sie nicht entziffern. Diese Operationspläne setzte 1977 Brigitte Mohnhaupt um, welche nach ihrer Haftentlassung die Führung der zweiten RAF-Generation übernahm. Diese sogenannte Offensive 77 startete mit der Ermordung von Generalbundesanwalt Buback und seinen Begleitern, fand ihren nächsten Höhepunkt in der Ermordung von Dresdner Bankchef Jürgen Ponto und mündete dann in den sogenannten Deutschen Herbst mit der Entführung von Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer. In diesem Deutschen Herbst wurde dann auch von verbündeten palästinensischen Terroristen ein Lufthansa-Ferienflieger entführt. Doch auch hier blieb die Bundesregierung hart, ließ die Lufthansa-Maschinen Landshut stürmen und die Geiseln durch die GSG 9 befreien. In dieser ausweglosen Situation aus RAF-Sicht brachten sich die verbliebenen Mitglieder der ersten Generation im Stuttgarter Gefängnis um. Und tragischerweise wurde auch Hans-Martin Schleyer dann ermordet. In den folgenden Jahren war die RAF zwar aktiv in mehreren Anschlägen und Banküberfällen, aber es gab auch verstärkt Fahndungserfolge der Polizei. Und dass alles nicht mehr so ganz zusammenpasste, wurde dann deutlich durch fehlgeschlagene Anschläge, zum Beispiel auf US General Alexander Haig und US General Frederick Curson. Die Bewegung 2. Juni schloss sich fast vollständig der RAF an, aber durchaus eine große Zahl von RAF-Terroristen wollte aussteigen und konnte dies auch in der DDR tun. Dann gab es ein neues Strategiepapier, diesmal war es dann die europaweite antiimperialistische Front. Aber die zweite Generation endete mehr oder weniger mit der Verhaftung von den beiden Kernfiguren Mohnhaupt und Klar. Und was waren die Folgen? Natürlich muss das Leid der vielen unschuldigen Opfer erwähnt werden. Daneben war dann am Anfang der 80er Jahre die Rote Armee-Fraktion in einer Identitäts- und Zielfindungskrise.
Krise. Und die linke Szene, das linke Spektrum in Deutschland, hatte sich nahezu vollständig von der RAF und vom Terrorismus abgewandt. Trotz dieser recht schwierigen Situation für die Rote Armee-Fraktion wurde der Terror dann durch die dritte Generation im sehr, sehr verborgenen Untergrund weitergeführt. Das war die zweite Generation der Roten Armee-Fraktion in 5.